fahre hier immer durch. Ich muss hier jetzt durch. Ich will meiner Enkelin das nur mal zeigen. Ich möchte nur ein Foto vom Hubschrauber machen. Mein Mann würde sich darüber freuen. Hey, Hände weg! Frühjahr 2015. Ein Unfall auf der Autobahn 1 bei Groß-Ippener im Landkreis Oldenburg. Ein Großeinsatz für Polizei und Rettungskräfte. Kurz vor 15 Uhr ist hier am Stauende, es standen bereits etliche Lkw hintereinander. Ein Lkw-Fahrer, so wie es ausschaut, mit relativ hoher Geschwindigkeit auf die anderen im Stau stehenden Lkw aufgefahren, hat drei Fahrzeuge ineinander geschoben. Die Bilanz, ein schwer verletzter Fahrer, eine Vollsperrung und ein daraus resultierender kilometerlanger Verkehrsstillstand. Während der Bergungsarbeiten kracht es erneut, wieder mehrere Lkw, wieder am Stauende. Als wäre das nicht genug, hat die Polizei noch ein weiteres Problem, Schaulustige. Was wieder auffällig ist auf der Gegenspur, hier der Stau durch Gaffer, die filmen, die fotografieren, die anhalten teilweise, um schöne Bilder zu machen, das ist unglaublich, was da passiert. Kein Einzelfall, sondern ein Phänomen, das Rettungskräfte und Polizei immer öfter beschäftigt. Denn fotografierende Gaffer verletzen nicht nur die Privatsphäre der Opfer, sie behindern teilweise auch die Rettungseinsätze. Und sie bringen sich und andere ebenfalls in Gefahr. Es ist ja nun mal nicht so einfach, mit dem Handy zu fotografieren oder filmen und dann auch noch sich aufs Fahren zu konzentrieren. Die Fahrzeugführer werden automatisch langsamer. Das bedingt natürlich, dass der nachfolgende Verkehr auch unter Umständen stark abbremsen muss. Das ist so. Also, dass da nicht noch mehr passiert. Also teilweise war es so viel Glück, dass nicht der eine auf den anderen schon wieder aufgefahren ist. Die derzeitige Tendenz ist alarmierend. Wir haben halt häufig die Situation jetzt erlebt, dadurch, dass man eben heutzutage tatsächlich alles dokumentieren kann, möglichst schnell irgendwo ins Internet stellt, dass die Versuchung offensichtlich so groß ist für manche Leute, dass sie genau solche Situationen eben aufnehmen. Da muss man natürlich sagen, das ist weder moralisch vertretbar noch in irgendeiner Art und Weise praktisch vertretbar. Das Problem, solchen Gaffern kann nur schwer ein Riegel vorgeschoben werden. Es existiert zwar ein Recht am eigenen Bild, das auch für Verletzte und sogar Unfalltote gilt, doch darauf können nur der Fotografierte selbst oder seine Angehörigen pochen. Die Staatsmacht darf allerdings nicht vorbeugend eingreifen. Das Gaffen als solches ist nicht der Anknüpfungspunkt, sondern immer, was macht man in der Situation? Man nimmt das Mobiltelefon in der Hand, Benutzung des Mobiltelefons während der Fahrt bedeutet eine höhere Geldbuße, ein Punkt in Flensburg. Abstellen auf dem Standstreifen 20-30 €. Also das heißt, man geht immer eigentlich nicht auf das eigentliche Gaffen, sondern immer auf die Begleiterscheinung, wie man das macht. Von diesen Gesetzen machen die Ordnungshüter mittlerweile auch Gebrauch. So zeigte die Polizei Ende September 9 Gaffer an. Die Begründung: Benutzung des Handys am Steuer. Die Beschuldigten hatten mit Smartphones Bilder und Videos eines Unfalls auf der Autobahn 1 bei Heidenau gedreht. Der Gaffer an der Autobahn, der meinetwegen sich auf den Standstreifen stellt, weil er irgendwo mit seinem Auto ja hin muss. Da ist das reine Gaffen in dem Sinne wieder nicht strafbar, aber eben das Abstellen auf dem Standstreifen, das wird mit einer Geldbuße geahndet. Aber man muss sagen, da geht es in Bereichen von 20-30 € los und dann noch nicht mal mit einer Eintragung in Flensburg, also ohne Punkt, also eher ein zahnloser Tiger, muss man sagen. Wer das Handy direkt in der Tasche lässt, muss erst recht nichts befürchten. Viel erschreckender ist für den Oldenburger Verkehrsrechtsexperten eine andere Verhaltensweise. Leider gibt es diese Extremfälle auch, dass dann eben gar nicht als erstes der Krankenwagen gerufen wird, sondern als erstes schon mal eben drei Bilder gemacht wird. Und da sind wir ganz klar im Strafrecht, in der unterlassenen Hilfeleistung. Da reden wir auch über eine Geldstrafe und auch relativ schnell über Freiheitsstrafen. Klar, erstmal mit Bewährung, aber da sozusagen kommt schon ein scharfes Schwert ins Spiel. Was hier schon kaum noch mit gesundem Menschenverstand zu erklären ist, geht noch dreister. Mitte September behinderten Gaffer die Rettung eines 8-jährigen Mädchens in Mollbergen bei Kloppenburg massiv, versperrten sogar dem Rettungswagen den Weg. Das Kind war durch den Dachboden ihres Elternhauses gestürzt und verletzte sich schwer. Die im Polizeibericht festgehaltenen Begründungen der Schaulustigen machen sprachlos. Ich fahre hier immer durch. Ich muss hier jetzt durch. Ich will meiner Enkelin das nur mal zeigen. Ich möchte nur ein Foto vom Hubschrauber machen. Mein Mann würde sich darüber freuen.
Da kann man mit den heutigen Mitteln des Strafrechts auch schon agieren. Wenn nämlich es da geht um eine fahrlässige Körperverletzung oder schlimmstenfalls um eine fahrlässige Tötung, weil hinterher das Opfer verstirbt. An diesen Straftatbeständen kann ich mich auch als Dritter beteiligen. Ich kann mich aktiv beteiligen, das ist ganz klar, wenn ich irgendwie aktiv am Unfall mitgewirkt habe. Aber das kann eben auch so weit gehen, wenn ich sage, ich will aber unbedingt jetzt hier lang und dann kann der Rettungshubschrauber eben nicht landen oder ich stelle meinen Wagen nicht weg, weil dann kann der Rettungshubschrauber eben nicht landen, kann man strafrechtlich das eben auch als Beihilfe werten. In diesem Fall kam es gegen die Schaulustigen aber nicht zum Verfahren. In der Situation des Unfalls sind viele Rettungskräfte vor Ort, es sind Polizisten vor Ort. Die werden durchaus von Gaffern behindert, aber die haben eben da im Fokus die Unfallsituation, die Erstversorgung. Das heißt, Gaffer werden weggeschickt, werden darauf aufmerksam gemacht, dass es strafbar ist, aber werden eben, sag ich mal, zurückgedrängt. Und in dem Eifer des Gefechts hat die Polizei eben ja, viel Wichtigeres zu tun, als irgendwelche Personalien festzustellen von Gaffern. Das heißt, im Endeffekt, vor Ort wird dann der Polizist durchaus sagen, Sie dürfen Ihren Wagen nicht auf den Standstreifen stellen, fahren Sie weg. Aber das war es dann schon. Verständlich. Bei rund 100 Schaulustigen wie in Mollbergen ist die Aufnahme der Personalien für die Beamten ein schier unmögliches Unterfangen. Ein ähnliches Bild bot sich den Einsatzkräften bei einem Brand in Norddeich im Landkreis Aurich. Schaulustige behinderten die Feuerwehr auf dem Weg zum Brandort. Auch hier gab es kein Verfahren, denn auch hier fehlte entsprechendes Personal zur Datenaufnahme. In dem Fall wurde die derzeitige Rechtslage sogar zum Nachteil für die Rettungskräfte. Die Polizei darf schlichtweg keine Autos abschleppen, ohne zumindest kurz nach den Fahrern zu suchen. Zeit, die Leben kosten kann. Ein besonders extremer Fall ereignete sich im Juli 2015. Eine Autofahrerin war in Bremervörde in eine Eisdiele gerast. Ein kleiner Junge und ein 65-jähriger Mann starben. Am Rande des tödlichen Unfalls rangelten zwei Schaulustige mit Polizisten, weil sie keine Aufnahmen am Unfallort machen durften. Die Handhabe ist ganz klar so, die Polizei kann Platzverweise aussprechen. Das heißt, die kann ganz konkret einer Person gegenüber sagen, Sie verlassen jetzt diesen Unfallort. Tut die Person es immer noch nicht, kann die in Gewahrsam genommen werden. Die Gaffer erhielten eine Strafanzeige wegen Widerstand gegen Polizeibeamte. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius kündigte daraufhin an, einen Gesetzentwurf in den Bundesrat einzubringen, der Aufnahmen an einem Unfallort untersagt. Ich bin richtig wütend. Da wurde eine rote Linie überschritten. Das ist respektlos gegenüber den Opfern und dazu noch gefährlich. Der entsprechende Gesetzentwurf ist nach Angaben des Innenministeriums in Arbeit. Zwei Paragraphen im Kunsturheberrecht sollen erweitert und der Realität angepasst werden. Vorgelegt wurde bis heute allerdings noch kein Vorschlag. Wie hoch eventuelle Strafen dabei ausfallen sollten, ist umstritten. Wenn ich also störend in den fließenden Straßenverkehr hineingreife, denn das ist entweder eine Gefährdung bzw. Nötigung, würde das Ganze ja auch schon aufgreifen. Also ein paar Punkte hätten die schon verdient. Wie soll ich da ein Strafmaß finden? Steht da einer 5 Minuten, nimmt da einer eine Kamera oder irgendwie sowas oder fährt er nur langsam dran vorbei? Das ist schwer was dazu zu sagen. Eigentlich schon, ein Denkzettel würde ich den schon verpassen. Auch im Internet fordern immer mehr Menschen ein härteres Vorgehen gegen Gaffer, bis hin zum Führerscheinentzug. Die Entziehung der Fahrerlaubnis ist ein sehr, sehr hartes Schwert. Wenn Sie nämlich im Moment die Fälle, die gesehen, die gesetzlich geregelt sind, führt die Entziehung der Fahrerlaubnis dazu, dass Sie mindestens eine Sperrfrist von 6 Monaten bekommen. Das heißt, innerhalb von 6 Monaten darf Ihnen keine neue Fahrerlaubnis erteilt werden. Und Sie stehen sozusagen dem Fahranfänger mit 18 wieder gleich. Das heißt, Sie stellen einen neuen Antrag auf Fahrerlaubnis und dann kann es im schlimmsten Fall, wenn irgendwelche Vorgeschichten schon da waren, dass es auch sein, man muss eine medizinisch-psychologische Untersuchung absolvieren. Also das ist ein sehr, sehr hartes Schwert. Der Experte hält stattdessen ein temporäres Fahrverbot für sinnvoll. Sie geben also 1 Monat den Führerschein ab, dürfen nicht teilnehmen und bekommen den Führerschein dann wieder. Das heißt, das wäre schon eine Möglichkeit, über die man nachdenken müsste. Mittlerweile versucht die Polizei, das Filmen von Unfällen schon im Keim zu ersticken. In Nordrhein-Westfalen werden beispielsweise seit neuestem Sichtschutzwände eingesetzt. Kostenpunkt 500.000 Euro. Vom Aufwand für zusätzliches Personal einmal ganz abgesehen. Zudem sind die Beamten dazu übergegangen, Gaffer zu fotografieren. Ob dieser Weg wirklich die gewünschte Abschreckung erzielt, bleibt offen. Professor Dr. Beate Ilk ist Psychologiedozentin an der Jade-Hochschule in Wilhelmshaven. Die 48-Jährige hält eine andere Lösung für sinnvoll.
Ich persönlich plädiere immer für Aufklärung, wenn man die Menschen mit den Folgen ihrer Handlungen konfrontiert. Gibt es, glaube ich, Erkenntnis oder kann es Erkenntnis geben? Und wenn man präventiv Leute informiert und sagt, kann man ja auch jetzt ein positives Beispiel verwenden. Es gibt auch Leute, die ums Leben kommen, weil sie anderen auf der Autobahn helfen und vergessen, den nachfolgenden Verkehr abzuriegeln und dann selber aus Versehen von einem Auto ergriffen werden. Insofern ist Prävention und Aufklärung, glaube ich, ein gutes Mittel, um so eine Entwicklung aufzugreifen und dafür zu sorgen, dass sie nicht in eine schlechte Richtung läuft. Eine Möglichkeit der frühzeitigen Aufklärung bietet sich beispielsweise im Verkehrsunterricht in Kindergärten und Grundschulen. Schließlich sind bereits in der Generation der Digital Natives Smartphones nicht mehr wegzudenken. So ein Unfall ist was Außergewöhnliches und natürlich dokumentiere ich weniger mein 130. Frühstück als den einen außergewöhnlichen Zwischenfall. Und da ist es, finde ich, ganz wichtig, dass wir früh damit anfangen, Aufklärung zu leisten und Bewusstmachung, dass man sich bewusst macht, was setze ich damit in Gang. Auch die Persönlichkeitsrechte dieses verunfallten Menschen, der möchte vielleicht nicht, dass er in dieser Situation auf Facebook oder irgendwo anders in einem sozialen Netzwerk erscheint. Das sind Dinge, die je eher, je besser diskutiert werden. Auf die Frage, woher das Verhalten eigentlich kommt, gibt es in der Psychologie verschiedene Ansätze, die allerdings nicht auf jeden Menschen zutreffen. Zum einen ist es ja erstmal, wenn angenommen Autobahn, ein Unfall passiert, ist es ja erstmal eine Orientierungsreaktion, dass ich gucke, was ist da passiert. Die ist ja per se erstmal auch gut, weil die mich womöglich davor schützt, dass ich auffahre, dass ich, wenn ein Gebäude einstürzt, erschlagen werde. Also eine erste Orientierungsreaktion ist sicher ganz normal und ganz gut. Und dann ist es ja Gaffen oder das, was Sie auch in Ihrem Beitrag beschreiben, ist ja dann schon ein extremes Phänomen. Und da kann man sich aus der Psychologie, aus der Medienpsychologie bei den Sensation Seekern vielleicht Orientierung oder Erklärung verschaffen. Das sind Menschen, die eben eine gewisse Grundspannung brauchen. Also wir alle haben eine bestimmte Grundspannung, bei der wir uns wohlfühlen und die ist bei den einen höher, bei den anderen niedriger. Und in der Psychologie wird das zum Erklären von Medienrezeption genommen und wahrscheinlich ist es für diejenigen, die da stehen und gaffen, etwas, was sie eben beobachten, wie sie es vielleicht auch in den Medien beobachten würden. Und dass sie da ihr Energielevel erhöhen können mit diesen Sensationen, die sie da sehen. Bei diesem Modell kommen verschiedene Faktoren wie die Suche nach Spannung und Abenteuer, Vermeidung von Langeweile, aber auch eine gewisse soziale Enthemmung zum Tragen. Diese soziale Enthemmung ist mutmaßlich bei Leuten, die dann sogar Hilfsarbeiten behindern, wenn es um Unfälle geht oder irgendwelche Trophäen mitnehmen möchten von dem Unfallort. Da ist sicher die soziale Enthemmung relativ stark und sowas wie Empathie, Einfühlungsvermögen sind bei diesen Menschen sicher relativ schwach ausgeprägt, aus welchen Gründen auch immer. Eine mögliche Erklärung für die gestiegene Anzahl an Vorfällen mit Gaffern sieht Professor Dr. Beate Ilk im veränderten Medienangebot. Unser Programmangebot hat sich ja sehr stark, wenn ich jetzt mal ans Fernsehen denke, verändert hin zu Real-Life-Shows, Sendungen. Da wird ja reales Leben simuliert, da werden Menschen in existenziellen Krisen gezeigt, Menschen in besonderen Situationen. Und es ist möglich, dass ich darüber eine gewisse Gewöhnung, wenn man es moralisch ausdrücken möchte, eine gewisse Abstumpfung festzustellen ist, dergestalt, dass es mir weniger ausmacht, Menschen in dramatischen, also für diese Menschen dramatischen Situationen zu sehen. Nur Unfälle sind eben keine Real-Life-Shows. In diesem Sinne lasst es, denn für die Dokumentation solcher Ereignisse, so traurig sie auch sind, gibt es Journalisten. Helft lieber. Denn solche Sätze will wirklich niemand hören. Ich fahre hier immer durch. Ich muss hier jetzt durch. Ich will meiner Enkelin das nur mal zeigen. Ich möchte nur ein Foto vom Hubschrauber machen. Mein Mann würde sich darüber freuen.